Servus, schön, dass ihr wieder hereinschaut, wo es um alles Mögliche geht. Heute geht es um Luft. Also pneumatische Luft hier, glaube ich, sagt man so, also es ist eine pneumatische Presse. Mit Druckluft funktioniert das Ganze. Ich habe mir diese Presse von einem Tischler hier aus der näheren Umgebung gekauft, denn dieser Tischler hat gesagt, er distanziert sich komplett von Leim. Somit war dieses Teil für ihn komplett unnötig. Ich habe mich gefreut. Ich werde euch jetzt kurz durchführen. Das hier muss im rechten Winkel sein und das hier sollte in einer Flucht sein. Denn wenn ich Leimplatten mache, presse ich ja die mit einem Backel hier an, damit die Leimplatten gerade sind und dann gebe ich den Druck von oben. Wenn ich jetzt Rahmentüren machen würde, für mich im Keller muss ich noch einige machen, dann kann ich mir das hier reinlegen. Gebe mit diesen Stempeln Druck und mit diesen und das presst sich schön in den rechten Winkel. Bei der Demontage wurde das natürlich alles nur abgeschnitten. Das hier wird ein Luftkreis werden, das heißt, wenn ich auf das Pedal steige, geht dieser Stempel nach unten und das hier wird der zweite Luftkreis sein, damit ich von oben und von der Seite separat pressen kann. Dieses Teil, das wäre der Fetter, also der Öler, der das Ganze die Druckluft mit Öl versorgt, damit die Stempeln hier geschmiert sind und nicht trocken laufen. Hier unten wäre ein Wasserabscheider gewesen, nehme ich an, damit die Druckluft entfeuchtet wird. Das Glas ist aber schon kaputt. Daher habe ich keinen Wasserabscheider. Ich werde dieses System nicht benutzen. Ich werde die Presse jetzt direkt an die Druckluft anschließen und werde immer einen Tropfen Öl in die Schläuche geben, wenn ich sie benutze. Dann geht das genauso. Das mit der Feuchte in der Luft, das muss sich lösen. Ich werde mir so ein Teil irgendwie kaufen, wenn ich eines günstig finde. Aber sonst sollte das jetzt mal so reichen. Ich hoffe, die Stempel funktionieren alle. Hier habe ich einen Stempel schon angeschlossen, den Schlauch drüber und mit einer Schelle angezogen. Und der ist unten an das Pedal schon angeschlossen. Also wenn ich hier raussteige, dann funktioniert das schon. Also wenn ich das Pedal betätigt lasse, bleibt dieser Stempel permanent unter Druck. Wenn hier irgendetwas undicht sein sollte, würde das immer nachdrücken, also der Druck bleibt konstant. Da dieser rechte Kreis nur diese zwei Stempeln hier hat, brauche ich das nicht verteilen. Hier gibt es so Verteiler, da kann ich aus einem Druckluftschlauch quasi mit so einem D-Stück zwei machen. Das brauche ich hier aber nicht, denn das Pedal hat zwei Anschlüsse. Hier gehe ich direkt mit den Schläuchen in die Stempel hinein. Jetzt wird der Schlauch demontiert. So, das ist so eine Klemmschelle, also die kann man nicht aufschrauben. Jetzt schneide ich noch den alten Schlauch auf. Das Pedal wird ja hier in der Nähe immer sein. Das heißt, der eine Schlauch ist so lange, dass sich das noch ausgehen würde, dass ich mit diesem Stempel ganz nach oben fahre. Und der untere Stempel bewegt sich ja nur in diesem Bereich hier, also brauche ich hier nicht so eine lange Leitung. Jetzt eine kürzere Leitung. Ein Feuer brauche ich auch und dieses Teil brauche ich. Das Feuer brauche ich erst beim Reinschieben in das neue, in den neuen Schlauch. Das Arge an der Sache ist, ich habe kurz überlegt, ob ich anfange zu rauchen, weil kann man Feuer auch so benutzen. So. Schraube ich das auf. So. Das hier nehme ich nicht. Ich nehme hierzu eine neue Schelle. Da habe ich mir einen ganzen Sack gekauft, denn das kann ich mit der kleinen Rage anziehen. Und das ist dann besser. Da kann man besser auf Zug gehen, ohne dass man diese Schlitzschrauben immer ausnudelt. Jetzt nehme ich mir diesen Schlauch. Das würde hineingehören. Das gebe ich schon vorab hinauf. Und das mache ich jetzt mit dem Feuer etwas warm. Besser geht das nicht. Das ist nicht 100% passend. Aber hat ja nicht viel zu tun, außer dass es dicht sein muss. Jetzt ziehe ich das an. Wie gesagt, das würde mit einem Schlitz oder Kreuzschraubenzieher auch gehen, aber da rutscht man oft ab, kann sich verletzen und mit so einer kleinen Ratsche geht das extrem gut. Jetzt wird das hier auf der einen Seite angeschlossen. Jetzt ist das angeschlossen und jetzt
muss dieser Schlauch bis hierher gehen. Sagen wir, ich muss bis circa Mitte herauf können, eventuell mit diesem einen Stempel. Werde ich es so circa einen Meter abschneiden. Das ist hier. Das stecke ich hier wieder rein, dass kein Schmutz hinein kann. Und das muss ich jetzt hier direkt drauf geben, also ohne Kupplung. Da brauche ich wieder eine Schelle, die Ratsche und das Feuerzeug. Die Schelle wieder vorher aufgeben, sonst hat man dann ein Problem. Jetzt mache ich das wieder warm. Hier kann ich es besser hinein, weil dieses Teil gut hält. Ich glaube, zu extrem anziehen ist auch nichts, sonst reißt der Schlauch ein. Jetzt sollten eigentlich beide Stempel gehen. Und wie gesagt, diese vier Stempeln werden jetzt ein zweiter Kreis. Ich habe mir hier in der Ecke Druckluft gerichtet. Eine Kupplung für einen Kreis, zweite Kupplung, zweiter Kreis. Jetzt werde ich das hier zusammenschließen. Da brauche ich aber dann schon D-Stücke. Ich werde aber das Pedal anschließen. Das Pedal für diesen Kreis wird eher da so mittig liegen. Und jetzt werde ich diesen Schlauch hier anstecken. So. Ich weiß nicht, ist das hier genug? Dann kann ich hier stehen und kann das halten. Eigentlich sollte man ja sowieso nichts anfassen, denn das ist ja gefährlich mit der Druckluft. Aber jetzt werde ich mal zuerst bei allen Stempeln das hier herunternehmen. Da muss ich nicht so oft Werkzeug wechseln. Und wenn man nicht so oft Werkzeug wechseln muss, bleibt einem wieder mehr Zeit für andere Sachen. Und ihr wisst, was die anderen Sachen bei mir sind. Kaffee, Schnitzel, Semmel, Kuchen. Jetzt funktioniert das natürlich wie geschmiert. Da habe ich schon 3 gemacht. Das ist jetzt alles nur mehr eine präzise Bewegung. Zack, Schnitt. Und jetzt kommt die Spezialgriffmethode, gerade frisch entwickelt. Neben dem Schnitt nehme ich das, zack, und es ist weg. Noch ist das noch nicht bekannt weltweit, aber bald wird das wahrscheinlich Einzug halten, überall, als das hafnerische Schlauchentfernungssystem. Wartet noch, es wird bald soweit sein. So, jetzt werde ich mir mal so ein D-Stück herrichten, das ich gleich brauche. Ich muss mir nur die alten Schläuche herunternehmen. Das ist die hafnerische Klemmenentfernungsmethode. Das reinige ich nur. Und jetzt muss ich von dem unteren Teil bis hierher, damit ich das hier betreuen kann mit Luft, mit einer Länge. Also ich werde ihn unten mal montieren, den Schlauch. Schelle wieder rauf, Feuerzeug und Ratsche. Der Schlauch sollte jetzt gehen bis circa hier rauf und auch hier herüben sollte es hergehen. So, also der ist jetzt mal so lang. Also ich gehe jetzt nicht mit diesem Schlauch direkt hier hinein, sondern ich verteile mir das mit diesem D-Stück und gehe dann mit einer Seite des D-Stücks hier hinein und mit der anderen hier. Dann habe ich quasi mit einem Schlauch 2 Stempel quasi betreut mit Luft. Die Schelle hinauf. Die Schelle, ganz wichtig, sonst ist die Arbeit wieder unnötig. Jetzt Öl hinein und man braucht das gar nicht zu erwärmen, es genügt auch so. Aber es geht leichter, wenn man es ein wenig erwärmt, auch noch dazu. Schelle hinauf und mit der Ratsche andrehen. Jetzt werde ich das mal alles verbinden. Das hier geht bis hierher. Dann schneide ich den Schlauch jetzt ungefähr. Also es genügt eigentlich, wenn ich ihn einen Meter abschneide. Funktioniert immer aufs selbe Prinzip. Abschneiden, Schlauch, Schelle hinaufgeben, kurz erwärmen,
Öl hinein und auf und schau, wie gut das geht. Das rutscht, flutscht. Hier in der Druckluftszene ist das Öl eigentlich das Nonplusultra. So. So, jetzt sind diese vier Stempel auch vernetzt mit Luft. Also dieser Stempel sollte repariert werden. Kennt sich da mit jemand aus von euch? Das würde mich interessieren. Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare hinein. Ich nehme an, ich muss diese vier Schrauben öffnen. Dann komme ich hinein und dann wird irgend so eine Gummidichtung sein oder irgend so ein Gummidingsbums oder so Simmering-mäßig, keine Ahnung. Und hier oben wird auch eine Abdichtung sein, irgend so ein Gummi. Wie bestellt man sowas? Kennt da jemand eine Seite, wo man das bestellen kann? Oder vielleicht kann mir da jemand helfen, denn ich würde das schon sehr gerne reparieren. Ich habe mir das aber schon gedacht, denn das hier ist beweglich und bei allen anderen ist das eigentlich stabil. Und hier könnte ich es ganz drehen, wenn hinten dieses Eisen nicht wäre. Aber was noch wichtig ist, ich gehe jetzt mit zwei Schläuchen dahin. Und mir ist aber noch ein D-Stück-Verteiler quasi übergeblieben. Jetzt werde ich den hier reinstücken, dann habe ich nur einen Anschluss, denn ich will das immer luftlos haben, wenn ich nicht arbeite, sonst ist das alles unter Druck und das muss ja nicht sein. Daher ist es besser, wenn ich nur eine Leitung von der Luft weggeben muss, wie zwei. Das heißt, ich werde jetzt ein paar Mal tun, bis die Luft weg ist, dass der Kompressor leer ist, dann geht der Schlauch leichter weg. Jetzt habe ich das getrennt. Das hier ist der eine Anschluss, also wo die Luft hineingehen soll ins Pedal von den oberen Stempeln und das ist der Schlauch für die unteren Stempeln. Ich habe festgestellt, dass dieser Schlauch eigentlich unverwüstlich ist. Also da reden wir von 6 mm oder 5 mm Wandstärke. Der ist für den Boden unten, glaube ich, das Idealste. Hier kann man sehen, wie stark diese Wand hier ist. Im Vergleich zu den anderen. Also das ist schon ein Unterschied. Jetzt werde ich hier diese zwei mit dem D-Stück zusammenhängen, dann bleiben mir diese Kupplungen eigentlich über. Und jetzt muss ich nur noch den einen Schlauch geben, der von diesen zwei dann zum Druckluft geht. So, jetzt habe ich die Schläuche schön gelegt, denn die Druckluftzufuhr ist jetzt hinter der Presse, das brauche ich hier vorne nicht, das kann ich dann alles nach hinten legen. Und hier muss ich jetzt die Luft einspeisen, das heißt von hier gehe ich hier hinein in die Luft. Oh, nicht vergessen, ich muss wieder die Schelle raufgeben. So. Ich muss jetzt von hier, ich stecke das nur so grob an, damit ich ja, bis hierher gehen. Aber hier unten, das werde ich dann hier abschneiden. So, hier hinten vorbeigehen. Und hier kommt das hinein hinten, genau. So, Schelle rauf. Warm machen. Es ist eigentlich viel besser, wenn ich dieses Gas in die Hand nehme. Ein bisschen Öl hinein. So, nochmals erwärmen. So. Jetzt diese Schelle noch anziehen. So. Kontrolle. Ja, die Luft ist jetzt schon wenig. So, und diese Seite dasselbe. Das ist jetzt soweit einmal in Ordnung. Jetzt hat jeder Stempel Luft. Jetzt werde ich nur diese
Schläuche hier irgendwie mit einem Kabelbinder so befestigen, dass sie wenig im Weg sind. Ja, wenn man es nicht im Hirn hat, hat man es im Stanley-Messer. Eine Leitung musste ich jetzt abschneiden und von hinten legen, die anderen konnte ich unten entkoppeln, denn mir ist eingefallen, es ist sinnvoller, die ganzen Schläuche sind hinter der Presse, denn sonst kann ich ja vorne das Holzteil nicht ordentlich hinein, also die Platte oder was auch immer was. Ich habe mit sowas noch nicht gearbeitet, sonst hätte ich das schneller geschaltet und mitgedacht. Aber auf jeden Fall, jetzt ist das hier frei und die Leitungen sind hinten. Und hier, das macht so einen Knick, das wird hier sicher schnell kaputt gehen. Jetzt werde ich das hier so mit einer Kabelklemme befestigen und hier auch, damit das ordentlich ist. Und damit der Schlauch nicht kaputt wird. Also, so, jetzt lasse ich das oben ein wenig vorschauen. So, und jetzt ist gleich hier viel weniger Spannung. Mache ich jetzt überall. Und hier, damit das hier hält, habe ich einfach in diesen Spalt einen Dübel hineingegeben und einen Schrauben hineingedreht. Jetzt musste ich nicht mal bohren. Und wenn ich das dann habe, dann werde ich sie am Boden niedertübeln und ausgleichen und dass das hier der rechte Winkel wird. Aber das hilft alles nichts. Ich werde jetzt Schaf und Ziege kurz kleben gehen und dann geht's weiter hier. Vielleicht nehme ich euch mit. Ja, ich nehme euch mit. Ein Bladl kehrt am Baum und der Baum, der kehrt in die Erd und der Putzel kehrt an die Brust, dass sich alles so blöd rehrt. Aber ich kehr in ein Wirtshaus, ich kehr in ein Wirtshaus, ich kehr in ein Wirtshaus. Eine Kugel kehrt ins Quer und das Quer, das kehrt in die Hand, die Hand, die kehrt am Körper und der Körper kehrt ins Gewand. Aber ich kehr in ein Wirtshaus, ich kehr in ein Wirtshaus, ich kehr in ein Wirtshaus. Der Fisch, der kehrt im Boch und der Boch, der kehrt auf die Welt, der Aal, der kehrt ins Wödel und die Ich bin ein bisschen zu blöd. Das Schaf schreit schon. Jetzt wissen Sie, dass was Grünes kommt. Die Hosen kehrt in Kosten und der Socken, der kehrt auszung. In der Früh, da kehrt er auszung und von Schlafen, der kehrt er auszung. Und zwischendurch, wenn man auszieht, dann sollte man wieder anziehen. Und Mitternacht sollte man ausziehen und dann kann man wieder anziehen. Und am Nachmittag? Jetzt habe ich mir alles schon ausgedacht. Sie fragt trotzdem noch. Auf Nacht, da gehört auch ausgezogen, zwischendurch aber angezogen und hin und wieder ausgezogen. Und wenn man will, dann kann man wieder anziehen. Aber ich gehe am Nachmittag, gehört auch ausgezogen, Nadja. Was ist mit Nachmittag? Am Nachmittag hat man sowieso an. Und um 10 Uhr? Das ist dann auch, weil du dann in der Früh anziehst. Und um 22 Uhr? Da hast du dann ausgezogen. Okay. Aber ich gehe in ein Wirtshaus, ich gehe in ein Wirtshaus, ich gehe in ein Wirtshaus. Mein Herz, das gehört mir und dein Herz gehört mir. Dein Hirn und Nieren gehört mir und dir gehört nix. Aber ich gehe in ein Wirtshaus, ich gehe in ein Wirtshaus, ich gehe in ein Wirtshaus. Jetzt werden wir die Waage kontrollieren, ob das hier in der Waage ist. Und dann werden wir schauen, ob es so verzogen ist. Dazu müssen wir es niederdübeln natürlich. Hier, das ist jetzt nicht 100%. Diese Backe gebe ich mal hinein. Dann sollte das passen. So. Jetzt ist die Waage 100%. Jetzt kann ich die Waage wegstellen. Und ich kann dübeln. Ob ihr hierher seht, weiß ich nicht genau. Aber jetzt wird mal gebohrt. Das wird jetzt ausgesaugt. Die andere Seite habe ich jetzt auch gebohrt. Jetzt sind alle zwei Seiten gebohrt. Ich habe noch so Reste mit so einem Kleber hineinkleben. Aber zuerst gehört dann das Loch befeuchtet. Sonst hält dieser Mörtelkleber nicht gut. Kann ich eigentlich hier unten hineinschütten. Dieser Kleber hat so eine Spezialspitze, damit sich quasi der Härter und der Mörtel, das Mörtelähnliche, abmischen. Und dann hat man nur kurze Zeit, um das Ganze zu vermischen. Also, um das Ganze, das Gewinde hineinzugeben. Jetzt muss man das Ganze durch die Spitze durchtreiben. Und dann verbindet sich Härter und dieser Mörtel. Hoffentlich habe ich noch genug von diesem Zeug. Das sollte so grau jetzt herauskommen. Okay. Ah, kommt doch noch. Gewindestange. So, jetzt habe ich nicht allzu lange Zeit. Bis hierher muss ich hinein, dass ich ihm... So. So. Der Kleber ist schon seitlich herausgestiegen. Jetzt schaue ich, welche Seite. Schöne. So.
So vorsichtig hineindrehen. Oben lasse ich so viel Luft, dass ich noch eine Mutter und eine Beilagscheibe geben kann. Beim zweiten Loch mache ich dasselbe. So weit hinein, wie geht. So, jetzt ist dieser Kleber auch leer. Gewindestange schauen, welche Seite die schönere ist. Damit ich nicht schleifen muss, dass die Mutter gleich so hinaufgeht. Das braucht jetzt eigentlich nur wenige Minuten und ich könnte schon die Mutter anknallen, wie verrückt. Ich glaube, 10 Minuten steht das hier oben. Ich mache jetzt erstmal sauber. Bis gleich. Jetzt sollte das schon halten. Beilagscheibe. Mutter. So, hier lassen wir das so. Andere Seite können wir ein wenig anziehen. Und jetzt habe ich mir hier zwei Staffel hergespannt. Dann schaue ich so durch. Das ist wie beim Tierstöck einstellen. Jetzt bin ich so weit, wie es geht, auseinandergefahren. Also es würde noch einen halben Meter gehen. Aber jetzt schaue ich diagonal durch. Dann sehe ich genau, wo welcher Staffel vorschaut. Und jetzt sehe ich, dass ich hier herausgehöre. Noch circa 1,5 Zentimeter. Jetzt werde ich hier mit dem Ziegenfüßchen aufheben, hinten aufquaren und Backe beilegen. Ich kann euch hier nicht mitnehmen, hier ist kein Platz. Wenn ich um 100 Kilo weniger hätte, dann würde das gehen, aber so nicht. Und da ich es da drüben schon niedergespannt habe und leicht angezogen habe, kann ich das nicht mehr aufheben. Denn wenn ich hier so in die Heg war, würde sich das dort drüben auch bewegen. Und dann würde das mein Ergebnis verfälschen. Ich bin eigentlich schnurgerade. Ob ihr da was erkennen könnt? Was sagt ihr? Schaut gerade aus, oder? Jetzt kann ich hier auch ordentlich niederziehen. Die andere Seite habe ich gerade fest angezogen. Jetzt werden wir die Unterseite kontrollieren, ob das im rechten Winkel ist. Diesen Anschlag hier muss ich aufstellen. Hier. Und so weit oben werde ich normal zwar nie sein, aber ja. Mit dem fahre ich herüber, dass die Wasserwaage hier auch aufliegen kann. Jetzt liegt hier, habe ich einen Millimeter Luft, da kann ich aber was beilegen, denn diesen Millimeter kann ich nicht ändern. Hier lege ich das her. Hier das, jetzt mit dem Winkel. Hier oben muss ich um 2 mm raus, dass ich im Winkel bin. Jetzt werde ich diese öffnen. Mit dieser, hier mache ich die Kontermutter auf, drehe ich das mit dieser Schraube. Diese Schraube schiebt mir das hier rüber. Kontrolle. Das war's eigentlich. Jetzt ziehe ich die Kontermutter wieder an, dass hier nichts mehr passieren kann. Und jetzt ziehe ich diese Schrauben wieder an. So, und meine Rahmenpresse ist jetzt einsatzbereit. Jetzt kann ich hier Leimbretter hergeben, einen Balken davor geben, mit einer Zwinge das hier anzwingen, dann ist die Platte gerade. Dann gebe ich Druck von oben und auf der anderen Seite auch so eine Zwinge und dann habe ich eine Leimplatte und bin relativ schnell. Tischplatten kann man so machen. Ich hoffe, dass der Druck ausreicht, aber ich nehme an, mein Kompressor hat 8 Bar. Und das Teil hier brauche ich, wenn ich jetzt Hirnholzbretter an eine Tischplatte leime oder wenn ich Rahmen zusammenleime, Türrahmen oder ähnliches, dann kann ich das regelrecht in den Winkel drücken. Ein super System. Ich hoffe, ich habe eine Freude damit. Ich werde jetzt noch alle Gelenke und da oben diese Kugellager, dass das läuft, etwas schmieren. Ich sage danke, es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, für den einen oder anderen ist das was. Ursprünglich wollte ich ja eine Presse haben, wo man manuell quasi mit der Hand den Druck erhöhen kann. Dann hat man mehr Gefühl wie bei so einer pneumatischen Presse. Welche Marke das ist, das kann ich nicht sagen. Es steht nirgends was drauf. Ich kann auch nicht sagen, welches Baujahr diese Presse ist. Aber ich würde mal sagen, so im Ersten Weltkrieg, glaube ich, haben sie damit schon die Panzer verleimt. Also sie ist sicher schon sehr alt. Wir sehen uns und drückt alles, was man drücken kann. Und schreibt mir bitte in die Kommentare hinein, falls jemand Bescheid weiß,
bezüglich der Stempel, wie ich die dicht bekomme, wo ich was bestellen kann, wie das, wie auch und wie wann, wo, wie auch. Okay, danke, tschüss, Papa. Wo will ich jetzt hingehen? Ich muss ja zur Kamera gehen, abdrehen. Alter, Nadja, das schneidest jetzt aber weg. Schon wieder das Schöne da auf. Gescheiße. Das schneidest jetzt weg, weil das ist ja behindert, schon alles, was ich da aufführe. Vielleicht da filmen, denkst du an nichts. So, da bin ich faus, so deppert. So.